Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch meine liebsten Öle aus drei Kategorien zeigen. Und zwar habe ich zum ersten die Kategorie Gute Laune. Also da ist wilde Orange, spielt da ganz vorne mit dabei. Dann mein zweitliebstes ist Chia. Das war auch eines mit der ersten Öl. Das ist jetzt eine Ölmischung, die ich hatte. Und ja, da ist der Name halt einfach Programm. Also Chia benutze ich auch fast täglich wirklich. Das riecht so ganz toll zitrusartig. Dann habe ich jetzt relativ neu, habe ich seitdem aber auch schon oft benutzt und weiterempfohlen. Das ist Elevation. Und Elevation ist so das Topöl, gerade jetzt so in dieser grauen Jahreszeit, um einfach die Stimmung zu heben. Ist wirklich sehr, sehr effektiv, wenn es darum geht. Und Elevation habe ich auch in einem Roll-On, trage es mir sehr, sehr gerne auf, weil das das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein fördert. Und dann so für die gute Laune habe ich hier noch Whisper. Whisper ist die Mischung für Frauen und das trage ich auch sehr, sehr gerne als Parfümersatz auf und diffuse das auch sehr gerne. Es hat für mich einfach so ein, da strömt dann so viel Yin und so viel weibliche Energie und es ist für mich einfach so ein Wohlfühlduft für gute Laune. Dann die Kategorie Entspannung zum Thema Entspannung. Natürlich ganz klassisch Lavendel, aber das war jetzt so vorhersehbar. Serenity. Serenity liebe ich auch sehr. Gibt es zum Beispiel auch als Kapseln zum Einnehmen, wenn man Schlafprobleme hat. Und Serenity riecht unglaublich gut. Das war erst so das Öl meiner Wahl, weil ich mich erst nicht an Lavendel rangetraut hatte, weil ich ja der Meinung war, ich mag das nicht. Seitdem mag ich Lavendel, aber auch tatsächlich sehr, sehr gern. Dann habe ich hier rausgesucht Balance, habe ich in letzter Zeit auch sehr oft benutzt, weil es einfach so gefühlsausgleichend ist, um wieder runterzukommen. Halt auch sehr, sehr gut für die Kinder und es riecht so frisch und natürlich. Oh, einfach so, es hat so einen Hauch von Nadelwald, von Wald allgemein, von Moos. Es ist einfach so toll. Also wenn es ums Thema Entspannung geht, mag ich es auch, wenn es so erdend wirkt. Und das Öl, was wirklich so extrem erdend ist, ist Vetiver. Vetiver mische ich im Diffuser auch super gerne mit Lemon. Dann hat man nochmal so dieses Fruchtige, weil Vetiver, weil es halt sehr erdend wirkt, auch so ein bisschen einen erdigen Geruch zwangsläufig mit sich bringt. Also riechen tue ich das jetzt nicht so gerne. Die Wirkung ist aber tatsächlich bombastisch. Und wenn man das halt kombiniert, dieses Erdende mit diesem Fruchtigen von der Zitrone, riecht es sehr, sehr gut. Und hat halt eine extrem tolle Wirkung auf den Körper. Und als drittes habe ich mir die Kategorie Gesundheit ausgesucht, weil das in letzter Zeit, logischerweise wie wahrscheinlich bei so vielen, ein sehr, sehr großes Thema bei uns war. Also wir hatten hier Husten und Magen-Darm und alles Mögliche. Und ganz allgemein, um das Immunsystem zu stärken, finde ich On Guard sehr, 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 sehr toll. Also On Guard benutzen wir jetzt in dieser Erkältungszeit einfach auch täglich. On Guard kann man auch wunderbar diffusen, es entspannt auch ungemein die Stimmung, baut Spannungen ab. Aber ich mische On Guard zum Beispiel folgendermaßen. Ich schneide einen Apfel, gebe den in ein Einwegglas, fülle das mit Wasser auf und gebe dann da einen Tropfen On Guard dazu, ein bisschen schütteln und 20 Minuten stehen lassen. Dann geht dieses On Guard in die Äpfel. Das schmeckt zum einen sehr, sehr geil, weil die halt unter anderem zum Beispiel Zimt drin ist und Nelke, glaube ich. Und die Kinder nehmen es halt so auch in den Körper zum Beispiel auf. Kann man natürlich auch über einen Roll-On auftragen. Oder ich habe hier zum Beispiel solche Beadlets. Die sind wirklich mini, mini, mini klein. Die können auch die Kinder schon schlucken. Es gibt aber auch Softgel-Kapseln mit On Guard. Die nimmt zum Beispiel gerade mein Opa. Weil der zweimal hintereinander krank war und da was für sein Immunsystem tun muss. Und dann habe ich zum Beispiel von On Guard auch noch hier so ein Hand Purifying Mist, also so ein Handdesinfektionsmittel. Und da habe ich immer eins so in der Handtasche und eins steht immer irgendwo hier in der Wohnung rum. Und das benutzen die Kinder schon so ein bisschen automatisch mit. Und das riecht halt einfach so geil. Es hat halt nicht diesen ekligen Desinfektionsgeruch wie so andere Sachen, sondern es riecht so geil nach dem On Guard. Thema Gesundheit natürlich auch Pfefferminz. Pfefferminzöl in einem Roll-On liebe ich bei Kopfschmerzen zum Beispiel. Ist so meine erste Wahl, da greife ich als erstes hin, wenn ich merke, da kommen Kopfschmerzen.
und natürlich auch für die Zahngesundheit. Und er. Er war in letzter Zeit auch sehr, sehr oft bei uns im Einsatz wegen Hustenreiz. Das habe ich dann in der Nacht diffus. Also ich konnte wirklich nicht schlafen. Ich bin von meinem Hustenreiz wach geworden. Und dann habe ich halt eher diffus. Also das erste Mal bin ich mitten in der Nacht aufgestanden, habe das angemacht. Die anderen Male habe ich es dann vorsorglich schon angemacht und konnte da tatsächlich wunderbar durchschlafen. Funktioniert auch sehr gut bei den Kindern. Habe ich auch in einem Roll-On, trage das den Kindern zum Beispiel hier auf der Brust auf. Oder jetzt neuerdings auch auf den Fußsohlen wurde mir empfohlen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Genau, das wollte ich euch mal so im Schnelldurchlauf so ein bisschen zeigen. Also ich habe noch viel, 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 viel mehr Öl, aber irgendwie wollte ich so ein bisschen komprimieren und in ein paar Kategorien zeigen. Und das sind so meine Favoriten in den Kategorien gute Laune, Entspannung und Gesundheit. Ich hoffe, das heutige Video hat euch wieder gefallen. Morgen ist dann ein ganz wichtiges Video, weil ich da über diese CPTG-Qualität der ätherischen Öle von doTERRA spreche, was, glaube ich, für viele sehr interessant sein könnte. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr die ätherischen Öle von doTERRA schon benutzt, könnt ihr mal schreiben, welches so eure liebsten Öle sind und welche positiven Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.